Hallo zusammen, BeatConnect Chemnitz. Wir haben hier noch die allerletzten Sonnenstrahlen von der heutigen BeatConnect. Wird vielleicht in dem einen oder anderen Video schon vorgekommen sein, so als Thema, dass wir umgeswitcht haben. Das ist der erste BeatConnect, der an einem Donnerstag stattfindet und das wetterbedingt. Und ich habe hier einen sehr sympathisch angenehmen Interviewgast, das ist die Jelena. Hallo. Hallo. Jelena, wir hatten es gerade als Wortspiel. Ja. Die Erleuchtete. Wie bist du darauf gekommen? Jelena, ich habe einen DJ-Namen gesucht für mich. Ich wollte halt nicht meinen ursprünglichen Namen verwenden. Und für mich war ganz klar, ich würde gerne was anpassen, wo ich einfach meinen Stil gefunden habe. Und mein Musikstil habe ich einfach so im osteuropäischen Techno-Raum gefunden. Und da dachte ich, Jelena klingt super, ist halt ein osteuropäischer Name, das passt gut zu mir, ich kann mich damit gut identifizieren. Und ja, es hat ja die Bedeutung, die Strahlende. Und ich finde, das passt auch ganz gut zu mir, weil sobald ich Musik spiele, dann strahle ich einfach von innen heraus und mein Herz strahlt. Und ja, das passt einfach ganz gut. Die perfekte Symbiose, ja. Ne? Voll illuminiert, voll Hingabe, super. Aber da hast du schon so ein Stichwort auf deinen Sound gegeben. Ja. Du beschreibst ihn selber als schon deep, technoid, sehr innig. War das so von Anfang an deine Musik oder hat sich es dahin entwickelt? Es hat sich auf jeden Fall dahin entwickelt. Als ich angefangen habe, Techno zu hören, erstmal nur als Hörer, da war ich, ja, habe ich mich halt erstmal zum Beispiel im Dynamic Label wiedergefunden und es ist ja jetzt nicht so der deepere Sound eigentlich, den ich jetzt momentan spiele. Als ich dann angefangen habe, selber Musik zu machen, habe ich halt einfach gemerkt, diese Liebe zum Bass, sage ich mal. Ne? Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, Glück ist, wenn der Bass einsetzt, und das Prinzip verfolge ich auf jeden Fall, das spüre ich und fühle ich mit jeder Linie. Und ja, ich bin dann einfach so nach und nach immer in diese Richtung gekommen. Ich habe halt sehr viel angehört, sehr viele Labels. Ich habe mich vertieft, welche DJs, welche Labels gibt es da, und bin dann halt immer mehr so in meine Richtung geschwommen und ja, bin jetzt eben da gelandet, wo ich jetzt bin, ja. Okay, eine schöne Reise, die du ja auch gerne so kommunizierst. Du bist aus dem Farblager. Ja. Wir hatten schon deine Kollegin, die du ja, wie man das immer mal so lesen kann, ihr habt euch ganz gut lieb. Ja, oh. Ja. Ja, und was man so von außen mitkriegt vom Farblager, auch wenn man schon mal da war, das ist schon so ein bisschen so der Family-Gedanke, der ist dort sehr präsent. Ja. Ja. Funktioniert es für dich nur so oder, ich meine, du wirst mittlerweile bekannter, oh, dann kommt die Situation, wo du halt an Orte kommst und nicht dieses heimische Feeling vorfindest und musst mit der Situation insoweit professioneller umgehen, dann eine Jelena Show zu spielen. Bist du schon an der Schwelle oder sagst du, ich will hier lieber wissen, wo alles steht? Nein, also na klar bin ich offen für alles und natürlich entwickelt man sich auch. Es ist aber, wie du schon sagtest, im Farblager ein sehr familiär, und die Unterstützung, die wir alle bekommen, alle Residents, ist einfach atemberaubend. Ne? Also auch heute sind wieder so viele, wie es nur ging, gekommen, und das ist einfach eine großartige Unterstützung, die man nicht unbedingt fordert, aber es kommt einfach von allein, und das ist einfach fantastisch, wenn man diese Unterstützung hat. Da fällt es einem natürlich auch leichter. Ja. Okay, es war jetzt nicht so ganz so das, wo ich mit der Frage hin wollte, aber es war trotzdem eine schöne Antwort. Ja. Ich habe der Antwort entnommen, dass es also schon für dich so da sein muss, dass man sich ein bisschen kennt, dass der Funke überspringen muss, weil, ja, sag mal so, der Community-Gedanke ist ja schon was, was die Szene der elektronischen Musik, nennen wir es Techno oder House, whatever, das ist ja schon so das Grundelement, ne? So diese Verbundenheit. Ja, also es muss nicht unbedingt sein, aber es war bisher wirklich tatsächlich immer so. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit viele B2Bs mit Roy Millhaus gemacht zum Beispiel, und weil es einfach harmonisch ist zwischen uns, musikalisch passt das sehr gut zusammen, es macht wahnsinnig viel Spaß, und er ist ja auch so ein bisschen mein DJ-Mentor, sage ich mal, der hat mir ja sehr viel beigebracht und bringt mir auch immer noch viel bei, und ja, das macht einfach sehr viel Spaß, mit ihm zum Beispiel auch zusammen zu spielen. Ne? Und zum Himmelfahrtskommando habe ich ja auch mit Indiana Jane ein B2B gemacht, das war das allererste Mal. Und es war auch eine fantastische Stimmung zur Himmelfahrt. Das Line-up war sowieso schon gut und die Stimmung war Bombe. Das Publikum war klasse drauf und haben auch gutes Feedback bekommen.
Ja. Könnte man auch so vernehmen. Ja. Mal ganz allgemein, wie lange machst du es jetzt schon so für die Leute, die zugucken und denken, aha, wie schnell oder wie kann das gehen, wie lange dauert es manchmal? Das sind immer so Fragen, die auch so kommen. Wann hast du angefangen und den Zeitraum, wo du jetzt heute bist, das hat ja auch was mit Sicherheit zu tun, so 2-3 Jahre oder was länger oder kürzer vielleicht sogar? Es ist tatsächlich noch gar nicht so lange. Also richtig offiziell mache ich das als Farblager-Resident, habe ich ja angefangen. Und das mache ich erst seit diesem Jahr, also quasi mit diesem Jahresbeginn. Und vorher habe ich natürlich für mich in unserem privaten Techno-Stübchen, was wir uns da ausgebaut haben, für mich privat und oder für unseren Freundeskreis privat eben musiziert. Ja, also ich mache das wirklich noch gar nicht offiziell so lange. Okay. Ja. Das ist gut, das ist überraschend. Ich meine, es ist ja auch ein Zeichen, dass du es kannst, weil man sieht es ja schon, man sieht es ja auch an dem Feedback der Leute. Ne? Also wir haben jetzt zum zweiten Mal jemand aus dem Farblager da und es kommt auch wirklich eine eingeschworene Gemeinde mit. Das ist eher untypisch heute. Ne? Also das ist, kannst du dir als Kompliment verbuchen. Ja, ja. Okay, dann bringen wir es langsam zu Ende. Immer noch mit der Frage, was wird uns die Jelena heute präsentieren? Ja, ich habe versucht, eine Playlist zu erstellen, aber ich habe mich dann dazu entschlossen, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Man muss ja auch immer ein bisschen gucken, wie die Stimmung ist, wie die Leute drauf sind. Ich versuche natürlich, meinem Ruf gerecht zu werden und ein bisschen düsteren Sound zu präsentieren. Ja, das versuche ich einfach mal und versuche auch auf die Stimmung der Leute einzugehen. Dann freuen wir uns auf deinen Bass. Ja, ja? Ich freue mich auch. Sagen Tschüss an der Stelle und bis bald. Ciao. Okay.